Vom neuen Istanbuler Flughafen ist der erste kommerzielle Passagierflug abgehoben. Unter den Augen des türkischen Verkehrsministers Mehmet Şahin Turhan starteten 340 Fluggäste in Richtung Ankara. Beim Bau war es zu Verzögerungen gekommen, deshalb wird der 10 Milliarden teure Airport erst in 2 Monaten voll einsatzbereit sein. Bis dahin starten hier nur Inlandsflüge sowie Flüge nach Aserbaidschan und Nordzypern. Im Januar 2019 soll der neue Istanbul Airport den Atatürk-Flughafen ersetzen, den bisher größten internationalen Verkehrsflughafen der Türkei. 90 Millionen Passagiere sollen dann pro Jahr in Istanbul abgefertigt werden, die Kapazität kann aber auf 200 Millionen Passagiere erweitert werden. Erst vor 2 Tagen hatte Präsident Erdogan den Istanbul Airport eingeweiht. Sein Bau war begleitet von Kritik an den Arbeitsbedingungen und an den Sicherheitsstandards. Nach offiziellen Angaben waren seit Beginn des Baus im Jahr 2015 27 Arbeiter gestorben. Noch im September hatte die Polizei außerdem hunderte protestierende Bauarbeiter festgenommen.